Mobile Geek's coverage of IFA 2014 is powered by ASUS and Mercedes-Benz. Hi, wir sind auf der IFA 2014 bei Motorola und haben hier ja, das neue Moto G. Das ist also das bei manchen Leuten auch als G2 bezeichnete Moto G, wird aber von Motorola selbst nur als das neue Moto G bezeichnet. Hat sich ganz gut weiterentwickelt, aber was wir machen wollen ist, wir wollen euch mal ein kleines Unboxing zeigen, aber das wird auch sehr kurz ausfallen, denn wie bei der ersten Generation sind hier kaum Zubehörteile an Bord, es gibt also nur ein USB-Kabel und das war es im Prinzip auch schon. Dementsprechend machen wir mal wieder das schnellste Unboxing der Welt, wir öffnen also einfach den Karton, da haben wir das neue Moto G, dazu kommen wir gleich noch und dann geht es weiter runter in die Box. Da sieht es dann ziemlich kahl aus, denn wir haben bei allen Geräten ein standardmäßig beigelegtes weißes USB 2.0 Kabel und darunter dann noch den Quick Start Guide und die Garantieanweisung. Und das war es im Prinzip schon. Es wird wieder so sein, dass diverse Händler ihre eigenen Netzteile beilegen. Man sollte allerdings schauen, dass man sich vielleicht einen aussucht, der nicht das billigste China-Netzteil beilegt, denn da gab es ja zum Beispiel bei Saturn im letzten Jahr einen Rückruf, beziehungsweise in diesem Jahr, im früheren Verlauf dieses Jahres. Kommen wir zum Moto G 2 bzw. Moto G der neuen Generation selbst. Wir haben hier ein inzwischen auf 5 Zoll angewachsenes Display mit weiterhin einer 720p Auflösung und einem IPS-Panel. Macht einen ganz guten Eindruck. Die Helligkeit ist im Freien durchaus ausreichend. Allerdings, wenn es dann in der hellen Sonne losgehen soll, dann lässt das Ganze ein bisschen nach. Da sollte man dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld investieren, ungefähr. Gut, das Doppelte, fast Dreifache, um das neue Moto X sich zu besorgen, denn das hat ja immerhin ein OLED-Panel, was dann auch sehr, sehr hell leuchten kann. Wir haben auf der Front hier zwei Lautsprecher. Es gibt also Stereo-Sound, sehr nette Ergänzung. Der fehlt wiederum beim Moto X. Wir haben eine 2-Megapixel-Kamera auf der Front und keine kapazitiven Tasten. Hier ist jetzt gerade noch eine Coverfolie drauf, die werde ich auch drauf lassen für dieses Video. Der Sound ist wie gesagt Stereo und auch relativ laut. Wir sparen uns das jetzt unter anderem aus rechtlichen Gründen. Wir gucken kurz rum. Wir haben ein 11,1 mm maximal dickes Gehäuse, außerdem hier den Ein- und Ausschalter und die Lautstärkewippe, beide aus Plastik. Das Moto G der zweiten Generation ist weiter komplett aus Plastik gebaut, hat weiterhin diese relativ ja, attraktive gewölbte Form. Am oberen Rand geht es dann weiter mit dem Kopfhöreranschluss und einem kleinen Mikrofon. Auf der linken Seite bleibt das Gerät ziemlich kahl und am unteren Ende gibt es dann noch einen Micro-USB 2.0 Anschluss für das besagte Kabel. Kommen wir zur Rückseite, da zeigt sich dann eine weitere nette Neuerung des neuen Moto G. Wir haben hier nämlich eine 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und einem LED-Blitz, die doch dann ganz ordentliche Ergebnisse liefern sollte. Es gibt Wechselcover, also unter anderem eine türkise Variante hier in der Form des Flipcovers und dann diverse Farben, ganz einfach austauschbare Rückseiten. Ich spare mir das jetzt, die Rückseite abzupulen, denn das ist relativ schwierig. Es gibt zwei SIM-Karten-Slots. Grundsätzlich wird das Gerät also mit zwei SIMs ausgeliefert, die bis HSPA Plus 42 Mbit funken können, denn der Snapdragon 400, der hier verbaut ist, zusammen mit 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Flash-Speicher, der mit 1,2 GHz taktet, hat die Möglichkeit, HSPA Plus in dieser hohen Geschwindigkeit zu unterstützen. LTE gibt es bei diesem Modell erstmal nicht. Vielleicht kommt ja doch noch wieder wie bei der ersten Generation eine LTE-Version und das werden wir dann euch natürlich auch mitteilen. Das Ganze wiegt 149 Gramm und macht auf jeden Fall einiges her. Dürfte dann demnächst für 179 Euro schon bei euch in der Nähe beim Händler stehen, denn das neue Moto G wird in dieser Woche bereits an den Handel ausgeliefert und soll dann schon sehr, sehr bald ganz einfach in den Retail starten. Wer Glück hat, kann das Gerät vielleicht sogar schon bei dem einen oder anderen Händler innerhalb der nächsten ein, zwei Tage vorfinden. Das war ein kurzes Hands-on und vor allem ein sehr, sehr schnelles Unboxing des Motorola Moto G der neuen Generation. Und wenn euch das gefällt, was wir hier auf dem Kanal machen, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert natürlich den Kanal und folgt uns auf Twitter, Facebook und Google+. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Mobile Geek's coverage of IFA 2014 is powered by ASUS and Mercedes-Benz.